Ladies and Gentlemen, ja, Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Lego City Undercover. So, entschuldige diesen kleinen holprigen Anfang. Ich habe gerade so auf meinen Aufwärmebogen geschaut, schon auf OBS, und ich sehe so, Ladies and Gentlemen, wieso bleibt die Zeige bei 0? Wieso bleibt der Timer bei 0? Ah, Ladies and Gentlemen. Okay, ich durfte gerade, also ich fange alles an. Ich sollte eigentlich jetzt schon meine neue Internetleitung haben. So, aber die wundervollen Helden von Telekom, der Techniker hat es leider nicht geschafft. Nächste Woche ist ein neuer Termin. Ja, der Termin wurde leider nicht bestätigt. Nächste Woche ist der Termin bestätigt. Ich bin mal gespannt, was nächste Woche für ein Fehler kommt. Naja. Was machen die? Also das sind die Bauarbeiter da, die Werkarbeiter. Ich habe jetzt mal hier so ein bisschen was ein. Ja, okay. Ich kann auch wenn das was noch weiter erzählen. Okay. Hey du! Sofort anhalten! Nach Minenvorschrift 4 Absatz 5 darf niemand ohne Genehmigung in die Mine. Okay. Richtig. Hier kommt keiner rein, der nicht rein darf. Nicht während meiner Schicht. Die ist vorbei, wenn die Schichtsirene ertönt. Alles klar. Warum sage ich das eigentlich? Das ist eine gute Frage, bestimmt nicht, weil das Spiel möchte, dass ich auch alles verstehe. Nee, auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt, was nächste Woche da passiert. Also. Oh. Den nehmen wir mit, der ist geschenkt. Ne, ich bin mal gespannt, ob ich jetzt wirklich nächste Woche mein neues Internet habe. Ich bezweifle es irgendwie. Das ist ein großer. Bloß nicht ablenken lassen. Ne, ich bin mal gespannt, ob ich wirklich nächste Woche meine neue Leitung habe. Ich würde es mir wünschen, dann könnte ich auch endlich mal anfangen zu streamen. Oh, naja. Erstmal abwarten. Jawoll, 19.000. So, auf jeden Fall. Wo war ich jetzt eben dran? Jetzt habe ich auf jeden Fall gerade gar kein Internet mehr. Wow. Oh. Es könnte aber trotzdem noch passieren, dass ich irgendwann wieder Internet habe. Dass ich wirklich ab nächster Woche Internet habe. Also nehme ich auch schon weiter auf. Und wenn nicht, habe ich einen kleinen Ausfall. Ende. So, wir müssen hier die Trillerpfeife rausholen, schätze ich mal. Nein, Kuh. Boah. Ich habe ein bisschen länger nicht mehr gespielt. Q. So, und das Schöne war, eben als ich hier gestartet habe, durfte ich ja, alles mich vom... nimmt keiner auf den. Oh, Schichtende. Alles klar. Naja, durfte ich quasi nochmal vom Ende der Albatros-Insel bis hierhin ein bisschen neu spielen. Es war nicht lang gewesen, aber war dann doch ein bisschen längere Cutscene, die ein bisschen nervig war. Dann komme ich hier an. Komme ich hier gerade an, starte die Aufnahme, was passiert? Lego City Undercover funktioniert nicht mehr. So, ich will hoffen, dass es jetzt klappt. Gott sei Dank. Einmal bin ich von einer Seite der Auburn Bay Brücke bis zur anderen gelaufen. Das hat vielleicht lang gedauert. Ich kann mir gut vorstellen, dass es sogar noch länger dauert, wenn man längs auf ihren lang läuft. Oh Gott! Honey! Boah, der Typ, ey. Ich suche Clarence Stinker Fletcher. Andere Seite des Hauptstollens. Puh, kannst sie nicht verfehlen. Geht hoffentlich bald in Rente. Pfui, Deibel. Da ist er! Puste ihn weg! Mit dem Dynamit! Du hast zum Kuckuck! Okay, wer von euch Typen war das? Zum letzten Mal! Dynamit ist nicht zum Spielen da! Und du! Zieh dir Schutzkleidung an! Aye, aye, Sir! Oh Gott! Ey, der war jetzt gut. Pete hätte in diesem Tunnel vorsichtiger sein sollen. Zwischenzeitlich war er genauso platt wie die Witze, die er sich danach anhören musste.
wird. Jetzt ist es auch wieder ein Level, ne? Warte mal, was mir gerade einfällt. Wir hatten doch hier irgendwo hier. Hier, Stats mal 2. Wieso ist es nicht mehr an? Frechheit. Oh, was ist das? Ob mir der Vorarbeiter wohl erlaubt, etwas Dynamit zu borgen, um damit den Baumstumpf in meinem Garten zu entfernen? Wahrscheinlich. Oh. Ständig ist man vor fallenden Stalaktiten auf der Hut und dann, bumm, kriegt man einen fallenden Schuh auf die Birne. Was? Alter, ist ja... Ich glaube, das ist echt so dieser Satz von diesem LP. Ist ja eigentlich echt jeder Kerl. Pete hätte in diesem Tunnel vorsichtiger sein sollen. Zwischenzeitlich war er genauso platt wie die Witze, die er sich danach anhören musste. Okay, ich soll Schutzkleidung anziehen, damit es sicher ist, ne? Okay. Mein Solch habe ich diesen Monat locker und mit dem Bonus lasse ich mich dann im Wellnessladen ordentlich verwöhnen. Sehr schön, mach das. Nein, Manni. No. Aber wir sind ja schnell wieder oben. Och Mann, die Gleise sind noch nicht fertig. Wie soll ich die Lore mit dem Dynamit bewegen? Ich werde wahrscheinlich hier sogar nur die Story machen und dann irgendwann... Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt schon mal gesagt habe. Keine Ahnung, ich sage es jetzt einfach mal. Hat man jemals rausgefunden, warum diese Typen die Ausrüstung geklaut haben? Keine Ahnung. Vielleicht planen sie ihre eigene Mine. Damit kann man ja nur graben. Idioten! Hätten sich die Arbeit sparen und das ganze Erz einfach holen sollen. Ja, ich glaube auch nicht, dass das so der Plan dahinter war. Hier ist auch bestimmt noch irgendwas. Okay. Was wir aber auch noch nicht kriegen. So, auf jeden Fall. Ich werde das hier wahrscheinlich einfach nur hier schön Story Modus. Ich hatte ja gehofft, dass wir uns ein Werkzeug aussuchen dürfen, aber der Vorarbeiter hat und dann schön gemütlich irgendwann im Stream mal alles auf 100% spielen. Das Gebäude, das Blackwell plant, das sah richtig toll aus. Aber da hätte ich mir sicher nichts drin leisten können. Ganz bestimmt. Nicht unsere Preisklasse. Blackwell? Okay. Das ist wahrscheinlich so der Mr. Burns, der auf jeden Fall der Reiche hier. Ich kenne gerade nicht genug ab. Sag ich mal so der Steve Jobs, der eine Kleidung. Freigeschaltet, Chase McCain, Bergarbeiter. Jawoll. Wir haben schon die Hälfte. Ich kann jetzt Dynamit benutzen? Das wird ein echter Knaller. Oh Gott. Wie scheiße schlecht war der denn jetzt, bitte? Du wirst auch hier. Jawoll. Sehr schön, wir können die Steine hier kaputt machen. Ach stimmt, wir haben auch eine Spitzhacke. Wo war ich jetzt gerade eben dran? Ich habe mich schon wieder vergessen. Auf jeden Fall, ich wollte schön gemütlich nach dem LP dann hier im Stream der Spiele von Prozent machen. Aber ich glaube, dann, wenn wir das hier im Spiel... Ja, im Stream. Wenn wir das jetzt hier schön im Video noch machen würden, dann wird das... 300 Folgen gehen und darauf habe ich keinen Bock. Es sollte auch nur so ein LP werden. Was einfach mal so ein Abseits ein bisschen von Minecraft ist, damit ich ein bisschen runterkomme von Minecraft. Können wir noch einen Stein übersehen. Wir werden schon versuchen, dass wir die Level, dass wir den Lego City Held kriegen. Das ist irgendwie mein Ziel. Wenn man das reingibt. Oh, jetzt haben wir das. Ah, weil wir geklettert haben, ne? Und wenn wir das nicht haben, ist auch gut. Ich will das Level dann nicht neu machen. Okay, was haben wir da jetzt? Das sind, glaube ich, die Schienen, oder? Nee. Was ist das denn? Ein Automat? Ach, können wir die jetzt benutzen? Die haben wir schon ein paar Mal gesehen.
Ach so, Dynamit aus dem Automat, der Sigi. So ein Mist aber auch. Hab ich doch gleich am ersten Tag die ganze Anlage lahmgelegt. Da hat sich alles komplett verkranke. Ohne dich wäre ich jetzt arbeitslos. Ja, hätte ich voll gewusst, ne? Sehr schön, ich glaube, aber mit Satz 2 sollte das echt gar kein Thema mehr sein, hier alles auf 100% zu bringen. Restlufthammer brauchen wir hier nicht. Ernsthaft, hier kann das ja tun. Hey Mann, das kannst du nicht haben. Du hast die Gleise repariert. Beste Freunde für immer. Willst du meine Lore schieben? Ja, ich mache eh hier die Arbeit für schon gerade. Oh. Wow, was für eine Explosion! Erst hat es voll Wumps gemacht und ich so. Boah, ich glaube auch, ihr könnt mich verarschen. So, und jetzt weiter rüber zu Stinker Fletcher. Oh, gut. Ich werde bereits erwartet. Ja, aber das war doch wohl zu erwarten. Auf jeden Fall, du bist festgenommen. Und du. Hey! Du auch. Ich glaube, da will jemand verhindern, dass ich Stinker finde. Ja, ich will auch nicht, dass du einen Stinker findest. Boah, der war so. Der war jetzt auch mega scheiße. So, da habe ich doch nicht gesehen. Ist das auch kaputt, Mann? Nee. Dann gehe ich einfach mal hier rüber. Guck mal, die Dynamit. Entschuldigung, da muss ich mal ganz kurz was machen. Kann die eigentlich auch kaputt machen? Nee. Dachte ich schon. Weiß ich überhaupt, dass man die kaputt machen kann. Und dann wieder aufzubauen, das ist auch. Ich hab da auch schon mal in den Lego spielen, aber naja. Ich habe auch mal in die letzte Folge reingeschaut. Und. Ich bin so ein bisschen. Okay. Verstanden. Keine Bohnen mehr. ein bisschen Privatsphäre vielleicht? Super. Ein Sprungbrett. Fühle ich mich gleich sicherer. Hoffe, meine Krankenversicherung deckt das ab. Ich habe erst einen kleinen Moment gehofft, um zu sehen, dass da noch einer drin ist, ne? Ich werde auch so gut schon reden und dann so. Gut. Nee, was ich auf jeden Fall sagen wollte, ich klang so ein bisschen demotiviert, fand ich. So, ja. Machen wir das mal hier, ne? So. Ich war ganz und gar nicht demotiviert. Ich mag ihn nicht so richtig. Also, was war das jetzt hier? Sprungbrett? 3. Ah, ich war nicht bereit! Wie geil ist das denn? Kopf fühlt sich an, als hätte ihn jemand als Rambock benutzt. Schuldig. Wieso war das da überhaupt? Das frage ich mich auch. Nach einer Weile gewöhnt man sich fast an den Schrecken. Das ist doch echt geil. Wir haben schon Lego City, ey. Alter, Satz von 2 ist richtig geil. Also. Natürlich. Perfekte Landung! Ist hier noch was so? Sieht nicht danach aus.
Okay. So. Und wir werden doch bestimmt schon wieder erwartet, oder? Hey, du weißt schon, dass es einen Aufzug gibt? Was? Nein. Alter. Das heißt wieder so typische Lego-Szene. Generell Lego-Spiele. Ich weiß schon, dass es einen Aufzug gibt. Sag mir, er wäre gerade runtergefallen. Alter, einfach so geil manchmal. Einfach so stumpf genial. Ich weiß gar nicht, wieso ich den schon kaputt gemacht habe. Wir machen was denn weiter kaputt. Wir schauen uns einfach ein bisschen um. Vielleicht finden wir ja noch was. Ich glaube, die roten müssen wir auch noch finden. Also die roten Engelfan hier. Hier diese Chief GMB Distanz 2. Vielleicht kriegen wir irgendwann Unbesiegbarkeit oder so eine geile Scheiße. Weil ich nicht mehr wirklich glaube. Und jetzt? Okay. Wie viele Glücksteine, um die Bergbahn zu bauen? Ach man! Wir sollten schon letzte Woche eine neue Bergbahn kriegen. Ich brauche noch eine Menge Steine, bevor ich den Superbau benutzen kann. Also wir müssen hier einen Superbau machen. Wir haben zwar schon fast alles fertig. Wir brauchen nur noch 2000. Aber ich gehe ganz schwer davon aus. Die gehen davon aus, dass man hier mit 0 reinkommt. Also würde es ja wohl hier irgendwo 22.000 Steine geben. Kann man ja nicht machen, dass man einfach sagt, ja, der muss die 22.000 haben, der kann das Level mal verlassen. Und wenn ja, dann ist das echt beschiss. Aber das bezweifle ich. Ich meine, das ist ein... Ja. Ich meine, das ist ein Lego-Spiel. Das ist für... Ah, nicht für 6-Jährige. Oder? Ich glaube schon, das fängt ab 6 an. So, wo ist... Wo könntest du sein? Dann suchen wir nach. Oh. Ja, ja. Dynamite. Chico El Tut mir leid, Mister. Mit dem Nickerchen ist es gleich vorbei. Ja. Tut mir leid. Bitte, bitte. Wow, der hat aber einen tiefen Schlaf. Was ich mir ja wünsche, ist halt so, es gab in früheren Lego-Spielen immer so ein Stat-Magnet. Also hier für die, die ich jetzt hier einsammle hier. Ob es das auch für die anderen Steine gibt? Oh, das bedeutet Ärger. Ja, sorry, muss ich mal festnehmen. Und ich spreche mal ganz kurz ein. Als ob ich nicht versteckt ist. Da sehe ich es doch schon. Und da haben wir die 21.000. Aber hier wird bestimmt noch mehr sein. Worauf ich mich ja freue, ich habe schon mal ein paar Mal erzählt, dass ich hier mal in Lörrach war. Ja, und was ist dieses Mal? Dieses Mal kommen meine Lieblingsvollidioten aus Lörrach mal bei mir vorbei. Also jetzt sagt bei uns in der Truppe. Schauen hier schön in Köln vorbei. Schön ein bisschen was trinken, Köln zusammen. Zelda zocken. Das Schöne ist, ein Freund von mir aus Hessen. Ja, wir haben es hier erreicht, ich weiß. Ich war auf der Suche nach einer Nintendo Switch. Weil ich ja auch bald zu längerer Zeit weg bin. So. Ich so erstmal hier bei uns in Köln geschaut. Saturn. Ja, erst in 3 Wochen. Okay, kein Bock dran zu warten.
Dann Mediamarkt. Okay, Ende Juli. Ich denke schon so, okay. Schaust du nochmal weiter. Versuchst du es mal bei GameStop. Ja, Ende Dezember. Nächstes Mal, wenn ich eine Spritztour mit der Lore mache, sollte ich aufpassen, dass der Vorarbeiter nichts mitkriegt. Jetzt muss ich eine Doppelschicht schieben. Ich bin grad ganz woanders. Ja, ich weiß nicht. Das finde ich ein bisschen nervig. Oh. Das soll ja dann ziehen. Auf jeden Fall. Hier in der Gegend kannst du vergessen, Zwitsch zu bekommen. Dann ein Freund von mir aus. Weiß nicht mehr, wo er ist. Müsste Frankfurt sein. Die Frankfurter Ecke. Auf jeden Fall. Der kam an. Ja, du, hör mal. Der Vorarbeiter wollte mich sicher nur veräppeln, als er sagte, dass es in der Mine spukt. Hat mich da was berührt? Na, dann ist gut. Auf jeden Fall. Darf ich das nochmal zu Ende spielen? Sprechen. Das wird wieder ganz dünn im Kopf, ne? Okay, man will das nicht. Gute, ehrliche, mannhafte Arbeit im Schweiß. Lunte anzünden und Abstand halten. Okay. Ein bisschen viel, oder? Wow. Hat dann bei sich im Saturn mal geschaut. Und was ist? Die hatten 10 von den farblichen und 10 von den grauen da. Er hat mir das Geld vorgestreckt und ich bekomme morgen einen Switch. Oh. Kann ich auch machen? Hab ich bestimmt schon die Hälfte übersehen. Oh. Oh. Hallo, gehst du mir nach oben? Ja, haben wir einen. Oh, ja. Dann haben wir hier noch ein Vögelchen, was wir aufbrechen können. Also, Vogelkäse, ne? Und hier haben wir auch noch einen Legostein. Da wird aber noch mehr sein. Das ist ein Blitz. Zack. So. Was war das denn gerade eben für ein Jump? Jetzt ist schon wieder passiert, ne? Den ganzen Tag haue ich Steine und schleppe Felsen von A nach B. Da darf ich doch wohl abends mal die Füße hochlegen. Wie sollen wir denn auf die andere Seite der Höhle? Hey, Bergmann. Gut gemacht, Mann. Aber ich gehe da nicht rein. Die Dinger sind nicht sicher. Auf keinen Fall. Aber ich wünsche dir gute Fahrt. Jo, danke. Das wird schon werden. Hallo, das sind wir geworden. Das muss sicher sein. Pass mal auf. Was? Das nimmt wohl kein gutes Ende, oder? Oh. 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 Also, das war jetzt nicht unser Fehler, ne? Haha. Das sollte ihn aufhalten. Beine dran, Arme dran, Kopf dran. Immerhin bin ich noch in einem Stück. Folge vorbei. Und in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.